Ja, und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, sehr verehrtes Publikum, hier zurück zu Let's Play Haunting Ground. Und was zum Teufel stellt der Hund schon wieder an? Huey! Mache nicht so einen Krach, verdammt! Der sucht irgendwas, der Hund. Also mit dem Hund, das ist ja in der letzten Folge, in den letzten beiden Folgen, also da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, beziehungsweise muss ich mich dran gewöhnen. Denn, naja, so richtig cool... Spiel, danke. Bitte CD, häng hier mal nicht so rum, Laufwerk. So richtig, naja, also... Ich habe schon treuere, also beziehungsweise ich habe schon bessere Charaktere gehabt, die mir zur Seite standen. Vielleicht ändert sich ja das noch, vielleicht ist ja Huey jetzt am Anfang nur so, wie er jetzt ist, halt noch so ein bisschen untreu. Also was heißt untreu, nicht untreu, sondern nicht so gehörig. Aber sag mal, wie oft will ich mir die Tür noch angucken? Ich möchte jetzt diese zerbrochene Marionette benutzen als... Das geht nämlich, habe ich doch gesagt. Ah. Und, Türchen, öffne dich. Wir kommen im Schloss also endlich weiter voran. Ich bin mal gespannt, wo uns das... Ach, du... Huey? Was machst du denn? Hör auf, hier so rumzubähen, verdammt. Ich möchte mich hier erstmal... Alter. Was ist das denn für ein Zimmer? Versucht mir nur jemand Angst einzujagen? Ich will nur so schnell wie möglich aus diesem Raum heraus. Alter, diese ganzen Puppen hier. Mich würde es echt nicht wundern, wenn die zum Leben erwachen. Alter, die Augen an der Wand. Warte mal, da ist doch noch so ein Fenster. Was war da? Versucht... Hallo? Die Puppe ist mit kleinen Holzstücken gestochen worden. Dieser Ort ist so gruselig. Huey, komm bitte. Oh oh. Bitte nicht. Acta e Fabula. Sind wir jetzt tot? Ernsthaft? Okay. Ja. Der Hund wollte mich also warnen. Ja. Gut. Ich würde sagen, dann geht's in dem Raum wohl gar nicht weiter. Erstmal nicht. So. Okay, dann lasse ich den Raum mal so, wie er ist. Huey wollte uns warnen, wir sind leider nicht darauf eingegangen. Wir sind böse. Wir sind wirklich sehr böse. So, was war denn eigentlich hier hinten noch? Ah, guck mal, da liegt doch irgendwas. Zerbrochene Platte. Und was ist das hier? Wofür könnte dies benutzt werden? Hier scheint eine Art Schlitz zu sein. Könnte dies eine Art Schloss sein? Ah, da muss ich bestimmt eine Platte wieder reinsetzen. Warte mal, was... Diese Platte, die wir haben... Metallplatte, die in zwei Hälften zerbrach. Buchstaben R, E in die Platte graviert. Nein! Sieht so aus, als wäre dies nicht genug. Ich werde diesen Plattenschlüssel neu formen müssen, um ihn benutzen zu können. Okay, ich habe ihn noch, zu Glück. Wäre jetzt ja wieder fatal gewesen. Das heißt, da kommen wir sicherlich schon mal nicht weiter. So. Huey, kommst du mit? Wir gehen mal hier nochmal rein. Oh oh. Rennt hier der Debilitas wieder rum? Alter, da kocht ja jemand. Ach, das ist wieder diese Frau.
Die Suppe will ich nicht kosten. Okay. Sieht so aus, als wäre sie mit der Vorbereitung des Abendessens beschäftigt. Vielleicht ist das nicht die beste Zeit, eine Unterhaltung zu beginnen. Hallo, ich möchte aber mit der reden. Okay. Huey, du kommst mit. Wie sie auch einfach nicht darauf achtet, auf den Hund und mich. Aber gut, wir gehen mal in den Keller. Da waren wir zwar schon mal, aber ich möchte da nochmal hingucken. Vielleicht finde ich ja mit Huey hier unten noch was. Dann schau dich mal um, Huey. Oder Huey. Findest du hier unten noch was? Ey, die Spinne da oben in dem Netz ist so ekelhaft. Wie groß die vor allem ist. Oh, Huey, ist nicht so schlimm. Hast du gut gemacht. Los, komm mit. Dann ist hier unten im Keller wahrscheinlich nichts mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das nur für eine verrückte Scheiße? Moment mal, Leute, ich muss mal kurz aus dem Spiel raus. Ah, okay, alles gut, es funktioniert. Alles bestens, die Aufnahme ist in vollem Gange, sie startet. Huey, du kommst bitte mit. Da geht's weiter raus, da waren wir noch nicht. Scheint so, als würde es hier heute Abend Essen geben. Sieht aus wie der Speisesaal. Hier ist irgendwas in der Wand. Dazu sagt sie aber nichts. Und da liegt, glaube ich, die andere Seite der Dings, oder? Erhalten zerbrochene Platte. Schau mal einer an. Kann ich die nicht zusammenfügen? Metallplatte, die in zwei Hälften zerbrach. ST. Was war das andere? R. Also Rest. Ruhe. Okay. Mehr scheint hier aber nicht zu sein, oder? Okay, wir haben die zwei Platten. Geht's hier weiter noch für uns? Du hast die Tür aufgeschlossen. Was ist das denn für eine Tür? Ganz still, Huey. Ich glaube, ich habe die Bilitas gehört. Boah, Alter, das Spiel. Okay, wir haben hier einen Shortcut. Huey. Ich gehe mal wieder hier hoch. Wobei das vielleicht eine dumme Idee ist. Ich lasse es sein. Huey, mitkommen. Wir gehen unten lang. Komm rein bitte, Huey. Ich möchte die Tür zumachen. Mach die Tür zu. Alles klar, Huey. Wir gehen hier lang. Vielleicht tut uns die Billy das nichts, wenn hier die Frau am Kochen ist. Da sind wir hier vielleicht sicher. Ich mach mal vorsichtshalber die Tür zu. Aber die scheint er auch nicht zu mögen. Wahrscheinlich ist die auch feindlich. Da liegt doch so ein schönes... Sieht so aus wie... Ja, das wissen wir ja schon. Okay, die möchte also gern gar nicht hinter die Kirche gucken. Schade, hier liegt ein Fleischerbeier. Warum nimmst du das denn nicht? Sieht so aus, als ob es Fleisch gibt. Es scheint, als ob sie noch nicht damit fertig sind, es zuzubereiten. Vielleicht gibt es das Fleisch ja auch roh. Wer weiß... So, Huey. Probieren wir mal, da unten die zwei Steindinger einzusetzen. Vielleicht geht das ja jetzt. Ja, das könnte man benutzen. Sieht so aus, wäre... Ja, na, ich hab doch beide. Hmm.
Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, entweder wir müssen die zusammensetzen neu, oder... Huey, willst du mich verarschen? Beweg dich! Ey, jetzt langt's aber langsam. Mach, dass du hochkommst. So, Huey. Komm mal her, Huey. Hierher. Komm mal her, komm. Jetzt komm doch mal mehr auf die Platte drauf. Oh, cool. Okay, bleibst du jetzt da sitzen, Huey? Ich möchte mich mal umschauen, was passiert, wenn du auf der Platte sitzen bleibst. Passiert dann hier unten noch irgendwas? Nee, nee. Das hier sieht so aus, als... Die Wand dort sieht schwach aus. Vielleicht, wenn ich hart genug dagegen haue, kann ich sie... Sag mal, Huey, bist du denn bescheuert? Oh, ey, dieses Mädchen, wirklich. Versucht, gegen die Luft zu treten. Das ist ja auch schön. Oh, Huey, du bist so doof! Warst du jetzt gerade mit uns sauer, weil du dich an die Wand setzt, du... Das ist ein Hund. Ey, Huey. Good boy. Jetzt streichel. Good boy. Huey. Hey, Huey. Bitte sei nicht böse auf uns, Huey. Aber du hast nicht gehört und bist einfach wieder... Hallo. Und jetzt bleib mal bitte hier drauf sitzen, Huey. Come on. Sit. Oh, der Hund sitzt einfach nicht genug drauf. Jetzt. Bleib sitzen, Huey. Ich möchte wissen, was jetzt passiert. Vielleicht können wir ja... jetzt die zerbrochene Marionette hier benutzen und können dann... Ey, Huey, sag mal... Der Hund macht mich fertig. Ich hab gesagt, du sollst sitzen bleiben. Jetzt beweg dich. Boah, der Hund. Ah. Was ist dieses Geräusch? Ich könnte schwören, ich habe gerade etwas gehört. Ja toll, jetzt müssen wir Huey da aber sitzen lassen. Komm mal her, Huey. Na komm doch mal noch ein Stückchen. Oh, das reicht noch nicht, Huey. Oh, Huey. Ja, jetzt. Sehr gut. Jetzt bleibst du sitzen. Damit ich mich mal hier umschauen kann. So, jetzt bin ich nämlich hier durch. Was ist denn das? Es ist ein Sicherungskasten. Den Griff hinunterdrücken. Machen wir einfach mal. Scheint so, als ist jetzt vielleicht... Huey, das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Ah, scheint so. Okay, wir sind schon mal ein Stückchen weiter. Halt, wir können jetzt bestimmt
Ah, wir können jetzt hier durchlaufen. Das ist sehr gut. Komm mal mit, Huey. Hey, komm schon. Oh Mann, der Hund. Den müssen wir noch ein bisschen dressieren. Aber er hat schon mal gehört. Sehr gut. Oh, irgendwie mag ich den trotzdem, auch wenn der manchmal ganz schön ungehörig ist. Aber gut. Leute, das war's erstmal wieder für dieser Folge von Haunting Ground. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es war jetzt nicht so lang. Wir sind noch nicht so viel weiter. Aber wir haben einen seltsamen Puppenraum gefunden. Wir haben diese seltsame Dame wieder getroffen. Und wie es weitergeht und ob wir die Bilitas bald wiedersehen, das, meine lieben Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, haut das mal rein und vielen Dank fürs Zusehen.